Ruzi Türken, das Wetter in der Woche. Und jetzt haben wir es. Das Kreuz des Südens hängt schief für Söder. Er hat sich jetzt beim Papst entschuldigt, weil er zu wenig Flüchtlinge aufgenommen hat. Ne? Und der Italiener als solcher greift ja wieder Söder nach dem letzten Strohhalm, wie im Mittelmeer. Ne? Es ist weit und breit kein Ankerzentrum in Sicht und der Papst hat ihm eigentlich, hört man, den Segen verweigert. Jetzt hängt das bayerische Kreuz schief. Jetzt kann man nur hoffen, dass Macron mit seiner Eingreiftruppe, also dieser schnellen Interventionsarmee, Merkel findet das sehr gut, dass der sozusagen uns die Fluchtursachen vom Halse hält. Also einfach rein nach Afrika, Deutsch-Südwestafrika, auf die Hirschjagd gehen oder auf die Elefantenjagd, aber da ist ja jetzt nicht viel zu tun. Oettinger ist ja eigentlich schon wie ein Elefant im Porzellanladen. Man muss einfach durchgreifen, wie die Polizei in Heslach, da waren zwei Wohnungen besetzt, die sind mit 100 Mann gekommen, Pferde im Hintergrund, die Hundestaffel von Göppingen hat da Ausgangssperre, das ganze Viertel ausgerüstet. Wenn wir da eine Interventionsarmee gehabt hätten, ne, da hätten die Hausbesetzer, sage ich Ihnen mal so, da hätten die Hausbesetzer alt ausgesehen. Man darf halt nie vom Flughafen Hamburg aus abfliegen wollen. Ne? Da klappt das natürlich nicht, da wären die zu spät gekommen. Ne? Aber ich entschuldige mich für alles, ich bin ein alter polemischer Hund, kein Wunder. Nicht? Der Oettinger hat sich schon entschuldigt, Lothar Späth hat sich entschuldigt, Lübcke hat sich entschuldigt, Speidel hat sich entschuldigt, Adolf Hitler hat sich auch nicht mehr entschuldigen können. Nicht? Aber die Deutsche Bahn hat sich entschuldigt, Steinmeier hat, warum soll ich mich nicht entschuldigen? Bei Ihnen. Und Sie entschuldigen sich bei mir.